Hallo und herzlich willkommen an alle Zuseher bei YouTube und hallo und herzlich willkommen an alle Podcast-Zuhörer. Wir haben heute den Tom Zimmerschied zu Gast. Er spielt beim FC Dornbirn in der zweiten Liga Österreich, ist Mittelfeldspieler und gebürtiger Deutscher. Ich freue mich riesig, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo und servus, lieber Tom. Servus, ich freue mich auch hier zu sein. Danke. Erste Frage vorab. Ihr habt 3-2-1 gegen den GRK verloren am Wochenende. Ja. Ist das Thema Aufstieg für euch wirklich ein ernstes Thema? Nein, also absolut nicht. Ich glaube, vor der Saison war uns allen klar, dass wir nach unten schauen müssen, dass wir so schnell wie es geht den Klassenerhalt fix machen wollen. Und ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg dahin. Aber wir wissen auch, dass die Saison noch lang ist. Also das war jetzt das erste Spiel der Rückrunde gegen GAK. Und jetzt haben wir noch 14 Spiele. Und ich glaube, du kennst die Tabelle auch. Das ist relativ eng bei uns in der Liga. Ich glaube, wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Aber nee, also wir freuen uns natürlich, wenn wir mit den großen Mannschaften vorne mithalten können, so wie Innsbruck oder so oder Klagenfurt, wenn wir da mal einen Punkt holen. Gegen Klagenfurt haben wir in der Hinrunde zum Beispiel unentschieden gespielt. Aber das Hauptaugenmerk liegt darauf, so schnell wie möglich die Klassen halt fix zu machen. Also ja. Okay. Aber wenn es passieren würde, weil du kommst aus Deutschland und siehst, hier in Österreich gibt es ganz kuriose Sachen. Ja? Der Erste, der Zweite, der Dritte in der Liga kann oder beziehungsweise möchte nicht aufsteigen. Mhm. So, das heißt, der Vierte spielt in Relegation gegen den Letzten von der Bundesliga. Mhm. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland überhaupt gibt. Welcome in Österreich. Ja? So. Mhm. wenn es passieren sollte, dass ihr am Ende des Tages, am Ende der Saison, vierter Platz seid, ist es dann ein Thema? Nein, ich glaube auch dann nicht. Also ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sage ich, dass es finanziell für den Verein auch, glaube ich, nicht möglich wäre. Jetzt in der jetzigen Situation, auch durch Corona und alles. Nee, also ich glaube, dann wäre es auch kein Thema für uns. Okay, okay. Ja. Aber das auch mal klargestellt. Ja. Tom, du hast bis zu deinem 16. Lebensjahr beim FC Bayern München gespielt. Jetzt würde ich dich wirklich bitten, wir haben hier viele Zuseher, die sind jung, ja, die sind 12, 13, 14, manche sind auch schon im älteren Alter, aber viele auch jung. Mhm. Nimm uns einmal mit, wie war die Zeit beim FC Bayern München für einen Jugendlichen oder noch für ein Kind? Vom Druck her, von der Trainingsqualität, vom Umgang mit den Trainern, mit der Konkurrenz. Nimm uns einmal mit, dass wir das greifen können. Also vorab muss ich sagen, wir sind damals, ich bin in Koblenz geboren, also es ist Nähe Frankfurt-Köln, wenn ihr das was sagt. Mhm. Und dann sind wir damals, da war ich 10 Jahre alt, dann sind wir umgezogen, weil mein Vater beruflich nach München ziehen musste sozusagen. Und dann bin ich und meine Brüder, ich habe noch 2 Brüder, sind wir natürlich mitgezogen und meine Mutter. Und dann war das bei mir halt so der Sprung von der 4. zur 5. Klasse. Also ich bin dann, wo ich nach München gekommen bin, auf die weiterführende Schule gekommen. Und in München gibt es so Sportgymnasien, also Fußball, Eliteschulen des Fußballs heißen die. Und da hatte ich dann so ein Sichtungstraining in München und da wurden dann eben Bayern und auch 60 auf mich, also 1860 München, auf mich aufmerksam. Und so kam das dann zustande, dass ich dann erstens auf die Schule aufgenommen wurde und zweitens dann mich sozusagen entscheiden konnte, wohin gehe ich jetzt, zu Bayern oder zu 60. Und ich war damals riesiger Bayern-Fan, wie, glaube ich, viele junge Menschen sind. Und das war für mich dann ganz klar, ich will unbedingt zu Bayern gehen. Und ja, dann bin ich zu U12 zu Bayern gegangen, war das, glaube ich, U12, genau. Und ja, dann war ich von der U12 bis zu U17 bei FC Bayern München und war eine super Zeit. Also ich glaube, was wir da geboten kriegen, das kriegen nicht viele Leute in dem Alter. Sei es, wir sind, glaube ich, in der U14 sind wir nach Doha geflogen, um da sozusagen Trainingslager zu machen. Also für einen 14-Jährigen ist, ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten, dass die mit 14 Jahren nach Doha mit Fußball fliegen. Und ja, es war eine geile Zeit. Und zum Druck, also am Anfang in der U12, U13, so, da ist es alles noch, hält sich noch in Grenzen der Druck, aber so ab der U15 geht es dann schon los. Woran merkt man das, Tom? Woran merkt man das? Was passiert da genau? Ja, es ist, die Trainer werden härter, sag ich mal, im Umgang mit dir.
Trainingsintensität und Trainingsumfang wird alles viel mehr. Du merkst, die Spieler untereinander gönnen sich nicht mehr so viel. Die Freundschaften sind nicht mehr so das Wichtigste, was vielleicht in der U12 oder U13 noch der Fall ist. Da geht es ja eher darum, Spaß zu haben. Klar, da geht es ja auch, es geht heute noch darum, Spaß zu haben im Fußball. So. Also das kann ich auch allen mitgeben. Es geht immer darum, Spaß zu haben im Fußball. Aber du merkst schon, es geht um was. Und jeder schaut eher auf sich. Und das ist vor allen Dingen bei so einem Verein wie Bayern, ist es halt einfach so, das ist eine Leistungsgesellschaft. Ich glaube, bei Bayern ist es so wie bei keinem anderen Verein in Deutschland. Und das wird dir auch früh mitgegeben. Also ab der U15, U16 kommt es dann schon darauf an, jede Woche im Training und im Spiel Leistung zu bringen. Und bei mir war es dann eben so, in der U17 hatte ich einen Heiko Herrlich als Trainer, der jetzt bei Augsburg Trainer ist. Und klar, war ein super Trainer auch. Also daran lag es jetzt nicht, dass es dann gescheitert ist bei Bayern. Es war einfach nur so, dass ich extrem spät in die Pubertät gekommen bin und in der U17 mit Abstand der kleinste Spieler war bei uns. Und wir haben Bundesliga gespielt. Es ging, wie ich schon gesagt habe, um Leistung und um, ja, sozusagen auch Titel. In der U17 geht es dann das erste Mal darum, auch die Meisterschaft zu gewinnen. Für Bayern geht es immer darum, die Meisterschaft zu gewinnen. Und ja, da konnte ich dann einfach körperlich nicht mehr mithalten. Und dann habe ich mich dazu entschieden, in der U17 im Halbjahr habe ich dann gesagt, so macht es mir keinen Spaß mehr, weil ich ein Spieler will immer Fußball spielen, will immer regelmäßig spielen und das konnte ich bei Bayern dann nicht mehr leider. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt zu Unterhaching. Das ist ein bisschen kleinerer Verein in München, in der Umgebung, spielen aber auch dritte Liga jetzt mittlerweile und habe da dann von der U17 bis zur U19 gespielt, genau. Mhm. Das heißt, Bayern München, glaube ich, kennt jeder, weiß jeder, da bist du zum Siegen verdammt. Ja, und da zählt eigentlich nichts anderes als wie Titel, erster Platz und hervorragende Leistung. Also so, dass man den Normalzustand hervorragend zu spielen. Und wenn man da nicht die Chance bekommt, reinzukommen, über für einen jungen Menschen ist es, glaube ich, nicht leicht, aber hast du auch sicher viel mitgenommen für deine Karriere und für dein Leben, oder? Ja, absolut. Also ich profitiere heute noch davon, glaube ich, unterbewusst vor allen Dingen, dass ich damals bei Bayern gespielt habe. In verschiedenen Dingen, sei es ja auch den Umgang mit Trainern und so, man kann alles viel besser einschätzen, auf dem Platz, neben dem Platz, weil man eben schon auf diesem hohen Niveau war. Deswegen glaube ich schon, dass es mir extrem geholfen hat, ja. Ja, und über Unterhaching ging es dann zu, muss ich nachschauen, VfR Garching in die Regionalliga Bayern, die vierte Leistungsstufe. Genau. Da warst du 19, warst du dann 3 Saisonen lang. Mhm. Direkte Frage an dich. Bist du da zum Mann gewachsen? Ja, ich glaube schon. Also es hat ein bisschen gedauert bei mir. Wie gesagt, ich war ein bisschen später dran als die anderen in meinem Alter. Ich war im Kopf auch noch sehr jung, muss ich sagen. Also ich war immer sehr kindlich und alles nicht so ernst genommen, wie ich hätte vielleicht machen sollen auch. Es war damals so, dass Garching Kooperationsverein von Unterhaching war. Und dann war ich die ersten zwei Saisons ausgeliehen von Unterhaching an Garching noch. Mhm. Also hatte die Möglichkeit, noch zurückzugehen. Aber im ersten Jahr bei Garching habe ich mich extrem schwer getan. Also ich bin da hingewechselt, dachte, ja, das spiele ich von allein, das geht schon irgendwie, weißt du. Immer die falsche Einstellung. Ja, genau. Da bin ich hingegangen und dachte mir so, ja, die werden schon nicht so gut sein, also das geht schon, ich bin ein guter Fußballer, das schaffe ich locker und so. Und dann habe ich mich umgeschaut, dann habe ich das erste halbe Jahr fast nur auf der Bank gesessen, war sehr enttäuscht und habe auch stark an mir gezweifelt. So. Ich war körperlich auch noch nicht auf dem Niveau und es ist ein anderes Fußballspiel in der Regel, also im Herrenfußball, als jetzt bei Bayern hattest du viel den Ball, du hattest immer Ballbesitz und so. Und bei der Mannschaft, also bei Garching, war es halt dann so, da kam es eher auf den Kampf drauf an. Und das war alles ein bisschen kampfbetonter, das Spiel, sage ich mal. Und da habe ich lang gebraucht oder ein halbes Jahr gebraucht, um halt da reinzukommen. Und dann war im Sommer die Überlegung, oder mein Wunsch war es eigentlich, zu Haching zurückzukommen, weil die damals dann auch schon dritte Liga gespielt haben. Aber Haching hat mir leider den Wunsch nicht erfüllt, sage ich so, wie es ist. Die haben gesagt,
Sie würden nicht mit mir planen. Und klar, ich hätte schon zurückgehen können, aber dann hätte ich halt ein Jahr trainiert und keine Spielzeit gehabt und das wollte ich auch nicht. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich bei Garching geblieben bin, weil mir auch nichts anderes übrig blieb. Also es kam dann einfach darauf an, dass ich die Chance nutze, um mich für was anderes zu empfehlen über Garching. Und dann habe ich ein gutes Jahr gespielt bei Garching. Das zweite Jahr war gut, habe viele, viele Spiele oder eigentlich fast alle Spiele gemacht. Und das dritte Jahr in Garching, es war ja also eigentlich nur ein halbes Jahr wegen Corona, war dann ein Trainerwechsel und wir haben echt schlecht gespielt, waren letzter, glaube ich. Aber so insgesamt mit meiner Leistung war ich schon zufrieden und ich wusste, das kann es noch nicht gewesen sein, so jetzt auch durch Corona und so. Und dann haben wir am 1. Februar 2020, weiß ich noch, hatten wir unser letztes Spiel, also es war das erste Rückrundenspiel in der Saison, aber auch das letzte, weil dann Corona war und dann war alles dicht, sage ich mal. Also dann wurde die Saison abgebrochen und dann war es eine harte Zeit. Also ich hatte dann das Glück über meinen Berater, der kannte so Individualtrainer, mit denen konnte ich dann noch trainieren in der Zeit bis Juni. Also von März bis Juni hatte ich dann bei meinem Beratertraining und Individualtraining und sowas, aber das ist halt kein Vergleich zu dem Mannschaftstraining, was Thomas, du ich hast. unterbreche, aber das ist jetzt sehr interessant. Was denkt man sich da als Fußballspieler, als Corona begonnen hat und das beginnt ja alles komplett zu kriseln. Ja, man verdient ja sein Geld nur mit Fußball. Das aus meiner Warte, bei mir hat es auch angefangen, ein bisschen zu kriseln finanziell, aber ich habe was anderes gemacht. Ich war dann bei einem Bauern, habe bei einem Bauern geholfen, ich habe Fenster geputzt, ich habe Rasen gemäht und bin so über die Runden gekommen. Aber Fußballspieler kann das nicht. Was geht denn einem vor? Nimm uns da mal mit. Also bei mir war es oder ist es auch noch so, dass ich nebenbei studiere. Also ich studiere noch Sportmanagement in München, also durch Corona jetzt hauptsächlich fern, an der Fernuni sozusagen. Das war noch so, dass ich ein bisschen was zu tun hatte, aber ich war auch nebenher, habe ich noch Nachhilfestunden gegeben und so, es ist alles weggefallen. Und klar, dieses Mannschaftstraining geht dir komplett ab und dir fehlt halt so der Ausgleich, sag ich mal. Du hast gar nichts mehr wirklich zu tun. Und ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, sag ich ehrlich, der sich jeden Tag 3 Stunden an den Schreibtisch setzt und für die Uni lernt. Es war halt, oder ist mein Lebenssinn halt der Fußball und das ist natürlich dann bricht für dich schon so eine Welt zusammen, wenn du dann einfach, ja, einfach nicht mehr auf dem Platz stehen kannst und schauen musst, wie du dir die Zeit vertreibst, sag ich mal. Und ja, war eine ganz schwierige Zeit, ja. Also finanziell macht man sich ja auch Sorgen, oder? Was war da so deine Gedanken um das ganze Thema? Ja, belastet einen schon. Also bei Garching, Regionalliga Bayern, verdienst du nicht so gutes Geld. Also Regionalliga Bayern, es gibt ja in Deutschland 4 Regionalligen und ich sag mal, oder ich denke, in der Regionalliga Bayern verdienst du mit am schlechtesten. Wirklich, Aber okay. ja, weil du halt viele Mannschaften hast, wo jetzt nicht so viele Fans sind und die eher, ja, geht schon Richtung Amateurliga, also richtige Amateurliga, wie man sich's vorstellt. Im Vergleich dazu zum Beispiel Regionalliga West oder so sind viele Vereine, richtige Traditionsvereine, wo trotzdem 10.000 Leute ins Stadion gehen. Also wo mehr finanzielle Möglichkeiten einfach sind. Und ich hatte das Glück, dass ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Deswegen war es für mich jetzt nicht so belastend wie für andere, die das hauptberuflich machen in der Zeit und dann plötzlich das ganze Gehalt wegfällt, sage ich mal. Aber trotzdem, du willst ja irgendwie auch bisschen auf eigenen Füßen stehen, wenn du volljährig bist, und das hat mich schon ein bisschen belastet, ja. Aber dann im Sommer 2020 ist was Schönes passiert. Du kamst nach Österreich zum FC Ja. Dornbirn. Ja. Da hast du eine ziemlich gute Leistung an den Tag gebracht. Du hast 3 Assists gemacht, ein Tor etc. Bist eigentlich Stammspieler. Ja. Frage an dich: Wie fühlst du dich in Österreich? Fühlst du dich wohl und vor allem fühlst du dich in Dornbirn wohl? Ja, sehr. Also ich bin Das ist meine erste oder es ist meine erste Station, wo ich jetzt nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Also das erste Mal alleine wohnen und so, da hatte ich natürlich riesen Respekt vor. Aber für mich war klar, ich habe den ganzen Aufwand in der Jugend dafür betrieben, um letztendlich
vom Fußball leben zu können, sage ich mal, und also möglichst lang vom Fußball leben zu können, auch wenn ich jetzt noch studiere und alles, weil ich weiß, man kann nicht für immer Fußball spielen und danach will man auch noch was machen, aber es war ein Riesenschritt für mich und ich fühle mich super wohl hier, die Stadt ist super, die Mannschaftskollegen sind super, haben mich alle super aufgenommen und ja, ich war selbst ein bisschen überrascht, dass es mir so gut gefällt und bis jetzt kann ich ausschließlich positiv berichten hier über Dornbirn, über Stadt und Verein. Also ich fühle mich echt wohl. Hast du so ein bisschen auch die österreichische Sprache gelernt, die ist ein bisschen anders als die deutsche? Sagen wir mal so drei typische österreichische Wörter oder typische Sprichwörter. Boah, ich halte mich da wirklich zurück. Es ist mir unangenehm. Das, vor allen Dingen Vorarlberg ist ja nochmal ein ganz anderer Dialekt als im Rest von Österreich, habe ich gelernt. Und ich war beim Probetraining hier im Juli und ich dachte mir, was ist das für eine Sprache? Also habe ich ja noch nie gehört. Also in Wiener Dialekt ist ja nochmal was ganz anderes. Wunderschöner Dialekt, ja, wunderschön. Ja, muss ich sagen, ist ein Vergleich, aber man gewöhnt sich dran. Also mittlerweile verstehe ich alles, aber am Anfang war es wirklich, als würden die eine ganz andere Sprache sprechen. Ja, ich verstehe teilweise gar nicht, was die reden. Mhm. Ja. Also wenn die jetzt mal richtig anfangen, im Dialekt zu sprechen, ist es auch für mich als Wiener sehr, sehr schwierig zu verstehen. Ja. Mhm. Gut. Wenn wir beide unseren Film anschauen, Tom, ja, und wir schauen uns im Kino jetzt, was ist dein Lieblingsfilm? Boah, schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Ich bin so ein Filmegucker, deswegen kann ich mir gar keinen Lieblingsfilm eigentlich. Boah. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm, einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall Herr der Ringe. Ja. Herr der Ringe ist stark. Okay, Harry, wir gehen Potter ins Kino. Harry Potter? Okay, Harry Potter. Wir gehen ins Kino, wir schauen uns Harry Potter. Ja. So. Und der Harry hat überhaupt keine Probleme. Ja? Seine Eltern leben. Es gibt keinen Voldemort, er lebt vor sich hin, er macht die 7 Jahre in Hogwarts und alles ist super toll. Ja? Wir würden aus dem Kino rausgehen und sich denken, was war das für ein Scheißfilm? Ja? Wir möchten wissen, was macht der Hauptcharakter, was macht der Harry, wenn es schwierig wird? Wie geht er mit Problemen um? Wie findet er die Lösungen? Deswegen die Frage an dich, was war deine schwierigste Zeit in deinem Leben und was hat dir geholfen, aus dem Ganzen rauszukommen? Boah. Ich glaube, ich kann nicht eine schwierigste Situation in meinem Leben beschreiben. Mhm. Ich glaube, da gibt es mehrere, weil, wie ich schon gesagt habe, eine der schwierigsten Phasen in meinem Leben war auf jeden Fall die Zeit, wo ich mich von Bayern verabschieden musste, sozusagen, weil dafür für einen Jungen, der noch nicht so in die Zukunft blicken kann und alles, da schon eine Welt zusammenbricht. Also klar, wenn du Bayern verlässt, den größten Verein in Deutschland, dann bricht für dich schon eine Welt zusammen. Und du fängst an dir zu zweifeln. Also so war es bei mir. Und das hat sich dann schon auch ein bisschen durchgezogen über die restliche Jugendzeit, sage ich mal, und das erste Jahr dann im Herrenbereich. Das war also diese Phase von, sage ich mal, U19 bis nach dem ersten Herrenjahr war brutal schwer für mich. Also in mehreren Hinsichten, also sei es körperlich, weil ich immer das Gefühl hatte, oder es war auch so, dass ich hinten dran war, dann vom Kopf her, ich war halt, wie gesagt, noch relativ kindlich und so, ich war einfach noch nicht auf dem Stand, wo ich eigentlich hätte sein sollen zu dem Alter, das war für mich brutal schwer und da hat mir klar meine Eltern und meine Familie extrem geholfen und auch mein Berater, mit dem ich mich da wirklich zu der Phase vor allen Dingen wirklich 2-3 Mal die Woche getroffen habe. Es war halt für den Kopf extrem wichtig für mich, dass ich da jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Ja, und so bin ich dann eigentlich ganz gut aus der Situation rausgekommen. Und seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf, habe ich das Gefühl bei mir. Klar, es gibt immer wieder Phasen, wo du mal ein Spiel nicht so gut spielst, aber insgesamt, ich bin jetzt im Kopf so weit, dass ich das alles gut einschätzen kann, wenn ich mal ein Spiel nicht so gut spiele. Weil man muss immer das Gesamte sehen, denke ich jetzt mittlerweile. Und da bin ich sehr zufrieden mit meiner Entwicklung. Und ja, aber das war so meine schwerste Phase, würde ich sagen. So diese 3 Jahre, so U19 bis erstes Herrenjahr. Ja. Okay, na danke dir auf jeden Fall fürs Teilen.
Ja. Komm, hast du Lust für ein kurzes Wortrap? Ich beginne einen Satz, du beendest den Satz oder ich stelle eine Okay. Frage und du beantwortest die Frage ganz schnell. Ich versuch's. Okay, ich bin. Kindlich, immer noch. Immer noch. Fußball ist. Mein Leben. Familie ist. Mein Leben. Lieblingsspieler. Reus. Lieblingsmannschaft. Mittlerweile Dortmund. Werden sich viele fragen jetzt wegen Bayern, aber mittlerweile Dortmund, ja. Okay. Das muss ich in meiner Karriere erlebt haben. Einen Titel holen. Das muss ich in meinem Leben erlebt haben. Noch mehr reisen. Und das wünsche ich jedem Menschen. Jetzt vor allen Dingen Gesundheit. Danke dir, Tom, dir auf jeden Fall auch. Danke dir auch für deine Zeit und Energie, für das wirklich sehr, sehr sympathische Interview. Danke dir, hat Spaß gemacht, danke.